Grünau rüstet sich für den Winter. Mit einer neuen Beschneiungsanlage wird es in Zukunft möglich sein, das Skigebiet am Jänner innerhalb von 4 Tagen bereit für Skifahrer und Co. zu machen. Das Wasser dafür wird aus einem eigens angelegten Weiher zugeführt, der nun mit Quellwasser gefüllt wird. 5 Millionen dieser Gießkannen passen in das 11 Meter tiefe und 150 Meter lange Loch. Das Projekt hat also nicht nur für den Ort Schönau am Königssee eine Bedeutung, sondern eigentlich für die ganze Region, für das ganze Land, für den ganzen Landkreis Berchtesgadener Land, weil es ist das einzige Skigebiet ist, das jetzt Schneesicherheit garantieren kann. Und das ist natürlich für uns, für den Tourismus vor allen Dingen, von großer Bedeutung, weil viele, viele Reiseunternehmer, Reisebüros nachfragen, habt ihr Schneesicherheit oder nicht? Und das können wir jetzt ab heuer bieten. Gleichzeitig wird im Rahmen des Projektes auch die Talabfahrt ausgebaut. Auch Skianfänger sollen von nun an problemlos von der Bergstation bis zum Königssee kommen. Besonders heikel bei dem Bauprojekt war die Tatsache, dass das Skigebiet direkt unterhalb des Nationalparks liegt. Ein besonders strenges Prüfverfahren ist dem Projekt vorausgegangen. Also man hat hier die neueste Technologie angewandt. Es wurden hier die leisesten Schneemaschinen, die derzeit am Markt sind, eingesetzt. Und diese Schneemaschinen reichen also nicht nur in das Siedlungsgebiet hinunter, schützen also nicht nur den Menschen vor dem Lärm, sondern schützen auch die Tierwelt, die umliegende Tierwelt genauso vor dem Lärm. Und das ist eigentlich auch wieder die Besonderheit dieses Projektes. Das Bauprojekt ist ein massiver Eingriff in die Natur am Jänner. Eine Renaturierung des Gebietes ist allerdings Teil des Projektes. Der Teich für das Wasser der Beschneiungsanlagen soll eine weitere Touristenattraktion für die Besucher in Schönau werden. Es wird mit Sicherheit eine schöne Anlage da herum, der Weiher, es wird auch ein Ausflugsziel. Wir wollen da Bänke aufstellen, ein bisschen Wanderweg herrichten, sodass es also auch eine Attraktion sein wird. In 15 Jahren soll sich das 4,1 Millionen Euro Projekt amortisiert haben. Und bis Gras über die Sache gewachsen ist, wird es wohl auch noch eine Zeit lang dauern.